Hallo, schön, dass du da bist. Wir gehen heute mal nach Sepa-Meru. Einfach da so ein bisschen auch gucken. Wo kommen wir hier runter? So ein bisschen gucken. Was wir dort auf den Dächern zum Beispiel finden. Wir haben auch unser Krokodil dabei. Ja, da müssten wir dann mal rein. Das ist ehrlich gesagt. Oh, was hast du da gehabt? Ich glaube, das ist der Dungeon Hanumans Grotte, ne? Den ich wirklich am wenigsten gerne mache. Irgendwie, ich verlaufe mich, das dauert ewig. Ja, so das volle Programm. Ja, wir müssen da durch. Ja, er macht sich gut. Sehr gut. Na komm. Roko, geht's noch gut? Ja, geht ihm gut. Wie macht er sich? Ja, ganz gut, ne? Wir helfen aber ein bisschen. Lexa hat übrigens reichlich Dinge geerntet, also Eisen, Stein und so. Was gibst du mir? Du gibst mir nur Stein, das interessiert mich natürlich nicht. Und du gibst mir auch nur Stein und Kohle. Nee, das wollen wir jetzt sowieso nicht mitnehmen. Passt schon. Hängt ihr zusammen? Hallo? Nee, geht schon. Okay. Ja, da gehen wir nicht rein. Wir könnten eigentlich. Was war das? Ach, da! Huch! Wir könnten den eigentlich mitnehmen. Wir können uns das ja dann wegtanzen lassen. Ja. Die Verderbnis, das passt ja jetzt gerade ganz gut. Dass wir den Obelisk hier aktivieren. Dann hätte ich vielleicht beim letzten Mal den anderen auch machen sollen. Naja, gut. Okay. Ich gucke immer, ob das Krokodil noch da ist. Ich würde gerne eine Sache gucken, wenn wir gerade hier sind. Verhalten. Bewache mich. So. Nicht einfach irgendwen angreifen. Und zwar da hinten. Gott, hier gibt es so herrlich viel Eisen.
Nee, das wollen wir jetzt nicht mitnehmen. Auch so eine schöne Oase hier. Leider nicht so ganz so freundliche Gegend. Warte mal, bin ich jetzt hier richtig? Glaube ja. Da oben habe ich mal gebaut. Auch schön. Das wollte ich da. Wo ist denn die Mama? Keine Mama? Keine Mutti? Kein? Was ist das? Jaguar oder so, ne? Nee. Okay. Aber ich glaube, hier ist immer nur ein Baby. So, dann sind wir in Sepermeru. Ihr verhaltet euch brav und anständig, ja? Hi! Mach ich dieses komische Geräusch? Vielleicht wollte ich mal was essen und trinken. So. Dann fangen wir mal an, hier oben rum zu klettern. Mal sehen, was wir hier Schönes finden. Da ist nichts drauf. Wie weit können wir springen? Ist da irgendwo was drauf auf den Dächern? Na komm. Hopp. Hopp. Nee, nix, nix, nix. Hier haben wir nichts gesehen, ne? Machen wir einmal so eine Runde außen rum. Und dann gucken wir mal, was wir finden. Falls wir irgendwas finden. Normalerweise komme ich immer von der anderen Seite, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob hier überhaupt was zu finden ist. Das könnte knapp werden. Oh, geschafft. Da ist eine Truhe. Was haben wir hier? Stahlbarren nehmen wir mit. Verstärktes Leder. Die Sprengdrüse. Stahlpfeile. Das nehmen wir schon mal mit. Da sehe ich noch eine Truhe. Hier war ja... Ja, die vielleicht. Was ist da drin? Eisenschwert, nee. Noch mehr Stahlbarren.
Ich meine, wir fangen eh an, Stahl zu produzieren. Das ist also jetzt... Aber ja, wir brauchen sowieso viel davon. Also insofern würde ich meinen, ist alles gut. Ja, da unten gibt es auch teilweise noch so, ich sag jetzt mal, versteckte Truhen. Aber ich glaube, das nehmen wir mit. Ja. Wobei, das ist nicht unbedingt das, was weswegen wir zwingend hier sind. Haben wir da drauf geguckt? Da ist nichts. Das sieht so aus, als wenn da nirgendwo was wäre, aber wir können ja trotzdem darüber gehen, ja. Okay. Nee, hier ist nichts. Das sieht nicht so gut aus. Es sind hier ja nicht alle wirklich freundlich. Ist der Fischer da? Der einsame Fischer? Der Superkoch? Was haben wir hier? Eine Katze für uns. Kannst du mal die Katze nehmen, bitte? Und das. Und das. So. Da hätten wir Konen. So, meine Verderbnis ist auf jeden Fall schon mal weg. Neue Emotes gelernt. Kassenbuch des Wirts. Da, der erzählt uns was vom Weinkeller. Die Prinzessin, die steht jetzt hier. My blood, it is royal and apparently coveted for sacrifice. My father is a king and a dog. Okay. Nee, mit Kunden will ich jetzt nicht reden. Das dauert ja ewig. Jetzt wird's dunkel. Wer bist du? Gerber. Ah, da ist eine Truhe. Oh. Nein, 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 nein. So, was haben wir hier drin? Ein Haustier. Verstärktes Leder. Das nehmen wir mit.
Ja, weiß nicht, nehmen wir das mit? Mehr Stahlpfeile. Nice. Na, mal kurz hier unterstellen während des Sandsturms. So, weiter geht's. Da sind wir hergekommen, ne? Ja. Dann schauen wir hier weiter. Was gibt es hier noch? Dum, 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 dum. Sind wir bald oben? Ja. So. Da ist nichts. Da hätten wir noch eine Truhe. Oder ist das die, wo wir eben waren? Ich glaube, das ist die, wo wir eben waren. Wo sollte ich E drücken? Wo? Hä? Da. Die sind so schlecht zu sehen. Im Mod erlernt. Klatschen. Ja, hier liegen einige dieser Dinger rum. Aber ganz ehrlich. Ich schau mir die nicht im Detail alle an. Also, ich finde, die sind extrem schwer zu sehen. Oh, da kommen wir nicht weiter. Ah. Da ist noch eins, glaube ich, oder? Nee. Da ist eins. Achselzucken gelernt. Weiß nicht genau. Ich glaube, fünf liegen hier rum. Aber ja, wie gesagt. Nicht so einfach. Da war nichts. Ich weiß schon, da oben steht noch eine. Ich würde gerade sagen, da vorne gibt es noch welche. Genau. Da ist überall nichts zu sehen. Wir können noch mal gucken, ob wir hier noch irgendwo was lernen können. So, was haben wir da? Kaffeebohnen nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ja, das ist okay. Glas braucht man ja nicht so viel normalerweise, ne? So. Okay. Da. Ungestüme Umarmung. Ja, jetzt haben wir drei. Hä? Oh. Geht ihr mal da hinten bitte hin? Geht ihr mal da hinten? Nicht Steine. Ja. Da.
zeigen. 4. Wenn ich das richtig weiß, fehlt uns noch 1. Klatschen. Klatschen hatten wir, glaube ich, gerade schon. Ja, 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 das hatten wir schon. Warte mal, wo war jetzt? Kletter mal hier hoch. Ich glaube, die Truhe haben wir noch nicht gehabt. Die Truhe? Und wo war die Truhe, die auf so einem Felsen steht? Grapeseeds, Stahlbarren, verstärktes Leder, Pfeile. Gut, gut, gut. Okay. Die Truhe auf dem Berg. Wo war die? Auf irgendeinem Fels. Sehe ich keinen Fels mehr. Was haben wir hier Feines? Verstärktes Leder. Das nehmen wir mit. Das, das. Ja, dann ist was. Und trinkt was. So. Verstärktes Leder, Eisen, das kannst du nehmen. Das brauchen wir nicht. Ja, okay. Den kannst du noch nehmen. So. Wer stöhnt hier denn so? Wer bist du? Einzerrüstungsmacher. Bogenschütze. Hier gibt es ja doch immer mal auch Named. Aber jetzt nicht. Gut, gut, gut. Doch noch gefunden. Was haben wir hier? Atemtrank? Nice. Ja, so ein bisschen Deko meinetwegen. Jo. Genau. Sehr schön. So, dann... Können wir noch mal tauchen? Ja, der einsame Fischer. Hier können wir das Banner der Reliquienjäger lernen. Hier ist noch eine Truhe. Allerdings müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Halt, die Pfeile könnte ich noch mitnehmen. So. Thank you.
Einmal Luft holen. Ja, aber hier gehen wir wieder raus. Mein Kroko? Okay. Alles klar, da ist es. Ja, das war doch ganz erfolgreich, würde ich denken. Also, ich hatte schon noch gehofft auf ein paar feinere Sachen, aber da müssen wir vielleicht noch ein paar Tage warten. So, wo sind wir? Dann gehen wir noch mal. Aber ich glaube, hier gibt es keine Truhen im Wasser. Was? Wow. Nee. Komm alle hierher. Alle schön hinter mir her. Das ist eine Ecke, da wollen wir uns. Mit denen wollen wir uns gar nicht anlegen. Wo ist mein Krokodil? Verdammt. Wo bist du? Da hinten. Es ist da. Wie geht's dir? Eh alles klar bei dir? Ja, ne? Das ist gut. Gut. So. Fein, da haben wir einiges. Der macht einen Handstand da hinten. Da haben wir schon mal einiges. Ich glaube, hier gibt es noch eine Kiste. Haben wir da noch Stahl, Silber, Elfenbein nehmen wir mit. Das lassen wir da. Ja, ich glaube da, wahrscheinlich haben wir nicht alle Kisten gefunden jetzt. Das ist aber okay. Sieht eigenartig aus. So. Mit dem großen Nashorn wollen wir uns nicht anlegen. Auf jeden Fall nicht. Das hier, so eins können wir mal probieren. Das wissen wir ja schon, dass das geht. Da können wir noch ein bisschen dicke Haut mitnehmen. Hast du noch Platz? Jo, viel Platz. Sehr gut. Nice.
Okay, das war's schon. Gib mir deine Haut. Und gutes Fleisch. Wunderbar. Okay. Sehr fein. Ich muss mich einmal heilen. Nein! Gut. Die Kieferknochen. Die geben Silber, die hier sind. Bei der Höhle, ne? Wir sind hier bei der Silbermine. Aber ich sag mal, jetzt wollen wir da nicht rein. Okay, danke. Ja, nein, 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 nicht aufsteigen. Jupp. Das kannst du mir mal geben. Dann das. Und dafür nimmst du das. Und das schmeißen wir weg. Stahlbarren, Silberbarren. Hast du die? Stahl, Silber. So. Ja, das dauert ziemlich lange, bis das Krokodil mal so aufsteigt. Wir könnten zumindest die Silber mitnehmen, was hier so liegt. War da kein Silber drin? Ja. Die Steine wirfst du weg, bitte. Dann haben wir schon vielleicht eine ganz gute Ausgangsbasis. Ich habe hier leider auch keine... Aber doch, wir hätten eine Möglichkeit, dass wir die Axt reparieren. Wir haben ja Eisenbarren, aber wir haben nicht mehr viel Kapazität, ne? Das ist so ein bisschen der Punkt. Ja, nee. Wir nehmen noch die Klumpen da drüben mit. Und gehen dann ein anderes Mal in die Silbermine. Okay, gut. Da ist noch ein Silberklumpen. Okay. Rucki zucki geht das hier. Eigentlich das brauchen wir jetzt nicht. Und ganz ehrlich, wir haben so viel Chitin schon zu Hause. So. Nehme ich lieber noch ein bisschen selber mit. Ja. Gut, ja, das kannst du auch hier lassen. Passt schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.